Dann würde ich sagen, wir werfen den guten Run-Generator an. Und sehen, was wir als nächstes bekommen. Lilith the Beast. Okay. Das klingt doch nach einem spaßigen Run, wenn ihr mich fragt. Glaube ich, hoffe ich. Wir werden sehen. Ich mag Lilith. Das ist eine absolute Tier 3 Sub-Aussage. Auf welchen Deal will ich eigentlich mit Lilith gehen? Wollen wir Angel oder Devil? Wahrscheinlich Angel, oder? Ich meine, Devil-Deal können wir ein paar der wirklich guten Begleiter rausbekommen, aber... Ich weiß nicht, ob ich wirklich Herzen dafür übrig haben werde. Herzen wären gut wegen passivem Item. Ja, das stimmt. Wenn ich ein bisschen an der, im Arcade Room ein bisschen was machen kann, wäre das sehr hilfreich. Okay. Wir gehen auf Angel Deals. Oh, yes! Oh no, ist natürlich direkt absolut fantastisch. Denn ich will kein anderes Spacebar Item. Und wir werden keins bekommen. Was eigentlich, wenn ich jetzt eine Library hätte mit No? Was passiert dann? Ist ja voll mit normalen Items. Au. Da wollte ich wohl zu viel. Yeah? Oh shit, dann hoffe ich, dass wir eine Library bekommen. Ja, doch, doch. Ich denke, die Quints sind ziemlich gut. Vor allem, wenn man Lilith ist. Vor allem dann. Das ist auch gut alles. Oh. Also wenn wir jetzt noch ein, zwei Cent zusammenbekommen. Dann geht's aber... Oh mein Gott, wir haben ein, zwei Cent zu... Wir haben ein, zwei Cent zusammenbekommen. Ich habe ja vorhin nicht umsonst kräftig hier eingezahlt. Oh nein. Nein, sei jetzt nicht so. Sei jetzt nicht so. Vielleicht bekommen wir Pageant Boy. Vielleicht bekommen wir den alten Pageant Boy. Screw. Sprengen die Vasen. Oh ja, ich habe eine Bombe wieder. Ich will mich mal noch weiter umschauen. Ich wollte den Keeper mitsprengen. Hast du nicht gesehen, dass ich die Bombe ein gutes Stück rechts von der Donation Machine gelegt habe? Oh, alles gut, wir haben noch Räume. Alles geschmeidig. Alles cool, Alter. Ich sehe ja schon genau den richtigen Stein, der weggesprengt werden will. Wahrscheinlich sollte ich die Haufen mit Petrified Poop aufmachen. Wunderschön. Den Coin Rock freizuschalten hat sich zu 100% gelohnt, sage ich euch. Wenn ich mehr als ein rotes Herz hätte, würde ich auch echt gerne in dem Sacrifice Room mein Glück versuchen, aber... Ja, dafür bräuchte ich mehr Herzen. Gutes Trinket, das ist das ultimative Trinket für den Charakter, bei dem man... Warte, ich wollte doch den Dingens mitnehmen. Für einen Charakter wie Lilith ist das ein unfassbar gutes Trinket. Das ist eigentlich für die meisten Charaktere ein gutes Trinket, ehrlich gesagt. Die meisten Baseball-Items sind ziemlich mies.
So, jetzt haben wir effektiv einen normalen Isaac-Run, nur bin ich viel stärker. Das ist doch das Leben. Kein Arky-Run. Ich meine, wir können ja noch finden. Noch ist ja nicht aller Tage Abend. Was macht das Trinket? Das Trinket macht, dass keine Spacebar-Items spawnen. Das heißt, unsere Goldräume und alles andere wird... Ah ja, warte, so kann ich gar keine Arki bekommen. Stimmt, den Arki kann ich ja gar nicht bekommen mit dem No-Trinket. Nee, normale Ebene. Wir machen vielleicht einen doppelten Bosskampf. Ein Arki-Run muss auf der ersten Ebene starten, sonst gefällt dir mir nicht, das ist wahr. Ich hätte wahrscheinlich irgendwo vielleicht auch mal einen Goldraum auslassen können, aber was soll's. Zwei Kisten. Was soll's. Prinzipiell muss ich aber sagen, wenn ich nicht irgendwie den dummen Weg finde, mich selbst in die Luft zu sprengen, hat dieser Run natürlich... Lass mich mal was ausprobieren. Oh, das Quintett wird nicht. Ah, das ist ein bisschen lahm. Ich dachte, die werden auch verdoppelt. Hätte ich sie nicht mitgenommen, wenn ich gewusst hätte, dass das nicht passiert, ehrlich gesagt. Ich dachte, die würden auch vervielfacht werden. Oh mein Gott. Was ist dieser Run? Ah, ich will die Stopwatch auch nicht mitnehmen. Ich will viel lieber Moms Key mitnehmen. Nicht die Ausbeute, die ich erhofft habe. Nee, die Bombe nehme ich auch nicht mit. Quints sind aber gut für Conjoint. Ja, yeah, aber ich denke, wir werden Conjoint so oder so zusammenbekommen, früher oder später, aber es war auf jeden Fall nicht die schlechteste Wahl. Hilft generell auch ganz gut im Early Game. Der Babybender wäre natürlich hervorragend. Den bräuchten wir noch. So, von dem Devil Deal halten wir uns fern. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Steige doch bitte das Bruttosozialprodukt und kaufe etwas im Shop. Was soll ich denn kaufen im Shop? Ah, ich hätte die beiden Kisten frei springen sollen. Ich will mal ein Ski kaufen. Ich kann es mir aktuell noch nicht leisten. Ich hätte wirklich die eine Bombe anders setzen sollen. Okay, wir werden noch versuchen, an die eine andere Bombe zu kommen. Vielleicht kann ich hier noch rein. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Warum denn nicht? Uff, nein, alles gut. Das war schlecht. Zugegeben. Du bist tot, ich habe eine Sun-Karte. Immer ganz geschmeidig, okay? Immer ganz geschmeidig. Da verliere ich alle Herzen wegen dem Rotten Heart. Das kann ich nämlich noch loswerden bis dahin. Ich denke, ich werde das Rotten Heart mal eben los. Das Gefühl, da kommt nichts Gutes bei raus. Nein, das Rotten Heart werden wir, das kommt weg. Das wollen wir nicht.
Also wenn ich schon mal eine goldene Bombe habe, dann können wir die auch ausnutzen. Vielleicht bekommen wir einen Magic Mushroom, wenn nicht das erste Mal. So, was mit dir? Warte, ich dachte, es können keine Spacebar-Items spawnen. Na gut. War jetzt nicht ganz mein Plan, aber... Jo. Heißen Dank für die Münze. Jetzt kann ich mir nämlich das Soul Heart kaufen. Ich sag's euch, ich habe gute Vorbereitungsarbeit für die nächste Ebene gerade getroffen. Krieg ich hier noch was raus? Ach, die Vasen wurden halt auch so schlecht in Repentance. Unglaublich. Kriegt halt gar nichts mehr raus. Box of Friends nicht vergessen. Was für Box of... Ah ja, shit. Shit, die Box of Friends. Ja, die sollte ich dringend mitnehmen. Was für Box of Friends. Hätte ich jetzt aus den Vasen wirklich nicht eine einzige Münze rausbekommen? Wirklich. Wahnsinn. Wahnsinn. So, wir gehen auch hier rein. War eine hervorragende Ebene, möchte ich einfach mal anmerken. Ich gehe mal Burger schnabulieren, vielleicht bis später. Auf jeden Fall ich beim Burger schnabulieren. Okay, 2,2 Damage dazu. Das ist okay. So, sie machen das. Hier ist direkt der Boss. Ah, stimmt, ich habe nur eine Münze, das heißt, es wird auch kein Arcade spawnen. Bisschen nervig. Wildcard könnte noch hilfreich werden. Außerdem von Igalan, glaube ich. Frischer Sub, wie lieben Dank. Menge rote Herzen, wie es aussieht. Au. Au. Angel Deal. Yes. Ace of Hearts, Two of Hearts. Emperor. Lovers. Nee, wir wollen die. Wir wollen Kerze. Gute Neuigkeit, das kam nicht der schlechte Engel. Es kam der gute. Der, den ich besiegen kann. Auch wenn die Stopwatch wahrscheinlich bei beiden helfen würde. So, Schaden kann auf jeden Fall noch ein bisschen höher werden. Ich glaube, so ein kleines Damage-Up zur Abwechslung wäre mal eine ganz nette Sache. Spiel, wenn du es dagegen hast. Da würde ich gerne eins mit... starke Kistenausbeute. Starke Kistenausbeute! The Lovers. Nehmen wir mal Ace of Hearts mit. Ich sag's euch, ein früher Mom's Key ist so gut. Hallöchen. Ace of Diamonds. Hallöchen. Hier will ich es nicht einsetzen. Ich will doch mehr als vier Gegner zusammen. Halo of Lies. Sehr schön. Vision Protection. Hier kann ich so viel Geld rausholen.
Und zusätzlich, ach ja, ich bekomme noch zusätzliche Items. Oh mein Gott, und wir haben einen super Secret Room voll mit Herzen. Generell noch einige Karten, die Herzen bringen, oben. Und da ist das gute Sacred Heart. Das wird so gut. Nein. Das ist das Falsche. Warum kriege ich nie das gute Item? Warum nie das, was mir was bringt? Was ist das Ziel vom Run? Wir werden The Beast machen. Ist ja schon mal super teure 12 Gänge-Menüs angeguckt. Wenn das nicht mit Essen spielen ist, weiß ich nicht mehr. Tatsächlich nicht, nein. Muss ich gestehen. Im Spiegel sollte noch einer stehen. Wäre ich wohl mal besser in den, in die Bloodbank im Spiegel reinfliegen. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Ach ja, ich habe No dabei. Ich konnte das Ding jetzt gar nicht bekommen. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Stirbst als The Lost. Das ist das Problem daran. Das ist das Problem an dem Plan. Stapler, sehr schön. Und dann bin ich mal weg, soweit würde ich sagen. Für zukünftige Bloodbanks merken wir uns. Ach shit, nee, warte, ich muss... Ich muss Ace of Diamonds noch einsetzen irgendwo. Damit ich dann nächste Runde mit der UNO-Karte... Damit ich ja nächste Runde mit der UNO-Karte noch die High Priestess einsetzen kann. Mit High Priestess meine ich Ace of Diamonds. Da war nur gerade eine High Priestess. Kein Knife Piece? Was will ich mit dem Knife Piece? Ah, wir gehen zu The Beast. Ace of Diamonds. Was? Wild Card. Das ist ziemlich wild, was ich hier gerade alles bekomme. Was ist eigentlich im Shop drin? Nichts. Jetzt habe ich 2 Wildcards gedroppt bekommen. Wollt ihr mich verarschen oder so? Na gut, ja, dann hau ich mal ab aus der Ebene. Ich glaube, wir haben ein bisschen was mitgenommen. Aber was soll diese Aktion gerade bezwecken? Ah, pass mal auf. Ja, die werden nur zu einzelnen Münzen. Okay, dann ist shit. Hätte ich es besser hier drin eingesetzt. Okay. Weiter geht's. Au. Aber guter Bonus-Damage. Seht ihr das als verlorene Herzen für mein Dingens-Item? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich auch eine zu spezifische Frage, als dass jemand die Antwort hat. Das wird das Teil, wo ich Begleite bekomme, wenn ich keine Ahnung, wie viel Schaden nehme. Sollte aber wahrscheinlich nicht dazu zählen. Oh nein. Oh nein. Oh yeah. Hier. Ja, der Cookie wird mich noch umbringen. Das kann ich euch versprechen.
sag's euch. War das Contract from Below, was die Sachen verdoppelt? Der ist aktuell ziemlich stark. Der gesamte Run ist aktuell ziemlich stark, ehrlich gesagt. Oh. Arcade. Nein! Ich meine, ja, was soll's. Naja, ist fucking nutzlos, aber egal. Das war eine Menge Geld. Dafür kann ich hier noch ein paar rote Herzen loswerden. Ich muss aber erst noch ein paar rote Herzen finden. Und den sollte ich auch noch mitnehmen. Wenn wir denn schon mal dabei sind. Mir gehen langsam die Bomben aus. Langsam aber sicher. Ich hatte keine Lust auf den Raum. So, Shop, was hast du Schönes für mich? Piggy Bank, wichtig. Dreamcatcher, kann nicht schaden. Jo, ist okay. Bombe nehmen wir mit. Dann nehmen wir das noch mit. Aber ich habe den nächsten Begleiter bekommen. Das ist auch ganz nett. Das ist auch ein ganz netter soweit. Ich kann das ganze Geld in diesem Run nicht mal mehr ausgeben. Man zahlt ja auch irgendwann mal was aus. Ich habe das Gefühl, der Hütchenspieler ist noch nutzloser als die anderen. Beziehungsweise der andere. Na komm mal mit dem Boss. Oh Gott, ich habe schon so viele Begleiter. Es sind schon so lächerlich viele Begleiter. Mein Gott. Und wir werden noch mehr bekommen. Wir werden noch ein gutes Stück mehr bekommen. Hat er jetzt zwei Schlüsse ausgezahlt oder was? Absolut nutzlos. Also wirklich. Denkt dein Ladebildschirm gleich nicht zu skippen. Ah, ich werde es wahrscheinlich vergessen, aber ich denke, es ist auch egal, wenn wir ihn skippen. Ich bekomme trotzdem ein halbes Soul Heart. Dafür gebe ich keine Schlüssel aus, ehrlich gesagt. Ne, hier habe ich schon geschaut, dass Secret Room ist. Ist er nicht? Da habe ich auch geschaut, okay. Da oben kann er nicht sein. Aber hier könnte er sein. Ja, ich setze meine letzte Bombe. Oh. Kräftige Kiste war das. Ich bekomme schon wieder so viele Münzen raus. Ich brauche mehr Herzen. In erster Linie brauche ich erstmal wieder Herzen. Ich weiß nicht, wo ich welche herbekommen könnte. Das ist auf jeden Fall eins. Oh! Wollt ihr mich verarschen? Au. Wie kann ich jetzt schon bei 19 Schaden sein in diesem Run? Sag Gott. Oh, ich sag's euch, der Beast wird so sehr. Der wird. Seine Leben werden dahin schmelzen. Das wird nicht mal eine Herausforderung. Das ist ein guter Run bisher. Ich habe jetzt aber keine Soul Hearts verloren, oder? Oh, jetzt bin ich ein bisschen besorgt. Ich hoffe nicht. Ich sollte auf jeden Fall ein bisschen aufpassen.
Ich hätte nämlich keine roten Herzen, als ich gerade runter bin. Oh mein Gott, ich habe einen zweiten Incubus. Was? Das Stagger, ja, das Stagger gibt scheinbar doch Items. Was zum Fick? Wheel of Fortune. Oh, ein Herz, dankeschön. Das hätte ich mir mehr gewünscht, als halt. Oh mein Gott, aber. Soll ich einen zweiten Incubus bekommen haben? Das ist doch lächerlich. Hättet ihr das gesehen? Ich habe noch nicht mal Box of Friends aktiviert. Ich habe es noch nicht mal aktiviert. Gott. Mein ja, yeah, warum nicht? Ja, das ist ziemlich stark. Wenn ich das mal so sagen darf. Was ich natürlich bräuchte und die Wahrscheinlichkeit, dass wir es bekommen, ist nicht mal. Ja, wir haben nur noch einen Shop leider. Nein, wir haben zwei Shops. Wahrscheinlichkeit, dass ich es bekomme, ist nicht. Oh mein Gott. Wahrscheinlich, dass ich es bekomme, ist nicht mal zu gering, wären noch ein, zwei Batterie-Items. Das ist ein komischer Bug, der Bossraum ohne Boss. Ja, das war echt komisch. Oh mein Gott. Ah, Sacrifice Room werde ich aber trotzdem nicht mitnehmen. Erst recht nicht auf einer Ebene, wo ich meine Herzen nicht sehen kann. Das Gefühl an Depot, wo ich mein Glück dann doch zu sehr herausfordern. Goldraum-Skip? Nee, warte, ich habe den Goldraum doch schon mitgenommen auf der Ebene. Okay. Ich meine, warum nicht? Warum denn nicht? Ich bin gewundert, ob wir nicht vielleicht noch ein Item kommen könnten. Ich wusste nicht mal, das Innert oder nicht mal mehr. Bestimmt habe ich es irgendwann mal gefunden. Weil das Innert scheint überhaupt zum Secret Room Pool gehört. Ich hatte keine Ahnung. Aber ich sage es euch, nächste Ebene, Blood Bank, und dann geht's richtig los. Ups, False PhD. Doch, False PhD ist eigentlich ganz gut. Wir können ein paar Stats senken. Speed zum Beispiel. Amnesia, das will ich nur eher ungern mitnehmen. Jo. Dann würde ich sagen, wir düsen mal eben noch in den Cursed Room. Und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Passt jetzt, senkt damit die Gegner Sphäre haben. Quasi, ja. Das Gefühl ist, bin ich den Gegnern schuldig. Schau ich den an. Er wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Paralysis spawnt ein schwarzes Herz. Ach, Amnesia auch. Tears down? Komm, nehmen wir. Tears down. War es nicht wert, aber was soll's. Was soll's, wisst ihr was? The Tower. Ups. Der Engel hat mich genervt, weiter geht's. So ein Run hätte ich auch mal gerne. Muss nur genug Runs versuchen, irgendwann kommt ein guter Run. Scheiße, das Geld habe ich auch rausbekommen von Piggy Bank durch das Knife. Ja, und was jetzt mit den Leuten, die meinten, dass das Knife ein Fehler war? War wohl doch kein Fehler. Da habe ich wohl gewonnen. Das ist auch ein spaßiges Trinket.
Der Sound ist halt so schlecht. Ja, das gerade eben war schlecht. Dem stimme ich zu. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich sollte aufhören, das ganze Zeug reinzurennen, aber... Health down. Erstmal zurücklehnen und absahnen, Freunde. Zurücklehnen und absahnen. Das ist erstmal am wichtigsten, okay? Dem Punkt ist es lächerlich. Na, geht noch mehr. Meine Quarter ist ziemlich Müll. Ja, komm. Machen wir noch schon. Ich muss sowieso raus. Ja, mache ich schnell den Boss. Ich muss mich ja sowieso rausfuhlen. Dann werden wir mal schnell Mom besiegen. Okay. So weit, so gut. Wir bekommen sogar noch einen Tinted Rock. The Fool. Ja. Also das lief doch. Das läuft doch ganz gut soweit, oder nicht? Was würdet ihr sagen? Die Car Battery wäre ganz angenehm. Oh Gott, die Car Battery wäre so gut. Leider nur Müll. Leider nur Müll. Wir haben aber beide Greets gehabt. Das heißt, auf der nächsten Ebene sollte ich noch einen regulären Shop bekommen können. Ich würde sagen, ich mache noch die restliche Ebene. Wir müssen nämlich noch eine Arcade hier haben. Wenn mich nicht alles komplett täuscht. Yeah. Und es täuscht mich nicht alles komplett. Na, wobei das HP-Up ist besser für mich. Nee, wir bleiben bei No. Seht ihr, ich wusste einfach, dass es jetzt auszahlen wird. Weil der kann doch Batterie droppen. Also auch verschiedene Batterie-Items. Sowas wie Sharp Plug. Oh. Oh. Das wird interessant. Das wird interessant. Der braucht sonst ewig zum Auszahlen. Ja, yeah, aber dann... Wir haben den Lodestone auf der rechten Seite. Soll ich ihn bekommen? Wann habe ich einen dritten bekommen? Ah ne, ich habe Twisted Pear bekommen. Twisted Pear habe ich noch dazu bekommen. Der Raum ist auch schon wieder so belastend. Ich sehe nichts. Ach ja, ich habe Toxic Shock. Bei mir war es so, dass nach 2-3 Good Runs erstmal 14 schlechte kamen. Nein, ja, das so läuft es üblicherweise. Ich habe gestern auch einen ganzen Tag versucht, The Beast mit Tainted Lost zu machen und habe es nicht geschafft. Also, da waren gute Runs dabei, aber es ist halt Tainted Lost. Stirbt schnell. Es ist nicht so, als ob immer alles gut laufen würde. Ich meine, Dumpy wäre gut. Ich glaube, der Lodestone ist lustiger. Manchmal muss man auch mitnehmen, was gerade lustig ist. King Baby!
Naja, Lockdown will ich eigentlich nicht wirklich haben. The Moon. Ja, warum nicht? The Moon. Die Feder hätte ich mal früher gebraucht. Oh nein, King Baby ruiniert mein Birthright. Ist egal. Ich habe eh Sacred Heart. Was soll's. Ja, King Baby überschreibt das Birthright, was ein bisschen nervig ist. Secret Room habe ich. Das Gefühl, als wir gibt es hier gerade gar nicht mal mehr zu sehen auf der Ebene, aber wir machen sie mal noch fertig. Wer weiß, was noch kommen wird. Da ist ein Tinted Rock. Wusstet ihr das? Ich hasse King Baby, nehme es nie mit. Ich bin auch nicht unbedingt der größte Fan davon, aber ich habe halt jetzt 2/3 Conjoint an King Baby. Ach ja, ich habe 2 Cursed Rooms. Ja, komm. Müll? Okay. Relativ stark. Na, warte, ich habe Black Cantle, aber ich will nicht. Aber ich will trotzdem nicht, okay? Ich will es halt trotzdem nicht mitnehmen. Cursed Eye ist halt trotzdem nicht spaßig, okay? Das heißt, Drückeberg, das hat nicht mal einen Nachteil jetzt in diesem Run, weil ich die Black Hand habe. Ist einfach nur scheiße. Auch mit Black Hand ist kein gutes Item, richtig. Hauptsächlich ist es halt nicht spaßig. Ist nicht mal so wie Dr. Fietz, wo man sehen kann, oh, wird wahrscheinlich scheiße, aber vielleicht wird es lustig. Ist einfach nur dumm. Mach es für uns? Nein. Ich habe jetzt schon das King Baby, was ein bisschen nervig ist. Benton, it's gone. Just get over it. You mean it's gone? How can you have spent our savings? Du hast unsere Ersparnisse ausgegeben, was soll denn das? Finde ich jetzt gar nicht cool von ihm. Oh ja, ich habe ja dieses Glyph-Teil, das bedeutet, ich bekomme sogar die ganze Zeit über jetzt super viele Herzen. Wenn es mir an roten Herzen mangelt. Das ist doch ganz freundlich. Ich sollte möglichst viele rote Herzen eigentlich noch mitnehmen, fällt mir auch gerade auf. Denn dann Nee, bekommt man. Rotten Baby zählt, glaube ich, zu Conjoint. Kann ich in der eigentlich auch einfach reinlaufen? Yeah. Was zahlt der denn gerade die ganze Zeit aus? Sonst zahlt der doch nie aus. Ich dachte, ich kriege ihn mit den 99 Münzen nicht mal zum Auszahlen. Und er droppt einfach die Rotten Tomato. Ich meine, ist kein gutes Item, aber trotzdem. So. Und immer schön die Herzen verlieren auf dem Weg zur nächsten Ebene. Und dann bekommen wir irgendwann auch wieder einen guten Begleiter raus. 2 Herzen. Herz? So, ich versuche noch ein paar rote Herzen mitzunehmen. Dann bleib mal da drüben. Damit ich vielleicht mehr die eine höhere Chance habe, noch einen Begleiter zu bekommen. Nur der Kram mit Mutant Spider zahlt nicht aus mit 99 Münzen. Ich habe noch mehr als 99 im Endeffekt eingezahlt. Ah, oh, der Kram war fürchterlich.
Wenn du schießt einen Taps weg, jetzt King Baby nicht. Ja, yeah, was ist mir zu nervig. So, und diesmal denke ich dran, die Herzen nicht mitzunehmen, denn dann spawnen auch viele weitere. Dank der Glyph. Das sind eine Menge Herzen hier gerade. Au. Was soll das denn jetzt? Jetzt will ich ein Soul Heart haben. Nimm die Herzen jetzt mit. Jetzt gelüstet es mir aber nach einem Soul Heart. Der Kran war originalgetreu wie auf dem echten Rummel. Vor allem das größte Problem ist, jeder denkt, dachte... Was ist denn das jetzt hier? Ihr dachte sich ab irgendeinem Punkt, oh, ich weiß, wie die Teile funktionieren, wenn man einmal was rausbekommen hat, aber natürlich weiß man es nicht. Das ist Schwachsinn. Ich finde, das viel mehr erwischt, als ich mir wünschen würde. Ja, warum nicht? Wir nehmen den dummen Wurm mit. Ich meine, ich hatte zumindest eine Phase in meinem Leben, wo ich mir dachte, ja, yeah, ich weiß, wie die Teile funktionieren. Summit Emperor. Summit. Ne, es bringt alles nichts. Ist okay. Okay, weiter geht's. Au. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwelche Begleiter inzwischen dazu bekommen habe. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da war nichts Relevantes Neues dabei in der Zwischenzeit. Sofern bei dem Knife überhaupt wirklich neue Begleiter spawnen. Ich bin mir da gar nicht mal mehr so sicher inzwischen. 4 ist Maximum. Oh, okay. Das erklärt natürlich so einiges. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt die roten Herzen noch mitnehme. Okay, ich nehme den Tinted Rock noch mit. Vielleicht ist es ein Small Rock. Überredet. Basement 1! So, die roten Herzen, die ich hier bekomme. Hier muss ich ein paar aufbewahren. Was ist da oben links für ein Raum? Ach, das ist ein Goldraum mit einem, mit einem Reroll-O-Mart. Nehme ich an. Bisschen komisch, dass ich in den Run, obwohl ich so viele Angel Deals hatte, nicht die Fähigkeit zu fliegen bekommen habe. Ja, yeah, genau. Das Gefühl, ich hätte irgendwann mal fliegen können sollen in dem Run. Aber gut. Ein Rollomato. Vielleicht hat der noch was Hübsches für uns. Restock. Ja klar, warum nicht? Ich meine, ich könnte genauso gut die Frage stellen, warum, aber warum nicht, kann man auch fragen. Warte, wo war denn der Rückweg? Isaac Runs ohne Fliegen, echt cringe, wenn du mich fragst. Ich stimme dir zu. Au. Klar, noch ein kleines Damage ab. Soul of Lilith! Oh! Noch ein kleiner Bonus Succubus! Das habe ich noch gebraucht.
Naja. So, dann mal schauen, wie lange er überleben wird. Ich sage nicht allzu lange. Wer ist jemand mit Sharon Berger? Keine Ahnung, ich habe die bei den bei der YouTube-Aufzeichnung in der Beschreibung alle verlinkt. Au. Haben wir jetzt zweimal schon getroffen? Was soll denn das? Wahrscheinlich hätte ich nicht so viel Leben verlieren sollen, aber ich bekomme doch eh ein paar Leben wieder zurück, oder? Wie waren das? Ja, ein paar. Macht das so wenig Schaden? Das ist überhaupt nicht gut. Warum so schwach? Jetzt werde ich nicht so viele von den roten Herzen verwenden. Vielleicht einmal. Vielleicht nochmal. Komm. Nochmal. Okay, das war genug. Das war genug. Die Mauer ist nämlich bereit zu kämpfen. Weh, der kommt jetzt von links. Oh, da ist er. Ich meine, ein bisschen was kann man erkennen, fast. Versuch doch mal an dieser Bullet-Teil vorbeizukommen! Ja, dachte ich mir, das wird nicht hinhauen. Wozu Homing-Tears, wenn man das ganze Bild ausfüttert? Ich hab Homing-Tears. Jetzt stehen auch meine Brimstone-Freunde in The Beast drin. Ich erwische ihn aber echt nicht gut gerade. Aber ich bin fast tot. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ein bisschen auf die Verteidigung achten. Okay. Und so haben wir ihn besiegt. Das lief doch ziemlich gut, oder nicht? Ich muss aber sagen, auch der Kampf gegen, gegen Dogma und The Beast, ich habe das Gefühl, die waren nicht so schnell, wie ich dachte. Ich dachte, die würden ein bisschen schneller gehen, aber das ist wohl, das ist immer der Vorzug in der Hyper-Armor, schätze ich. Dass es alles einfach ewig gehen kann.